Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Pony Fed Horses. Entschuldigung, dass in letzter Zeit nichts mehr kam, dass wir sehr inaktiv waren. Ja, Schule anfangen hier in Bayern bei uns und ja, wir mussten uns erstmal an die Schule gewöhnen, haben auch die eine oder andere Probe geschrieben und so. Und jetzt haben wir endlich die Zeit gefunden, ein Video zu machen, was auch wirklich interessant ist. Und dann würde ich sagen, wir starten hier einfach. Es ist ein Repaint-Update plus Unboxing. Das Repaint-Update werde ich Lolo machen. Das Unboxing wird Coco machen. Hey! Und dann würde ich sagen, ja, diese Winterkutsche haben natürlich nicht nur wegen der Kutsche gekauft, sondern eigentlich zum Hauptteil wegen dem Pferd. Das ist das hier. Kennt ihr alle, es hat hier so einen Fleck, also so ein Abzeichen. Und ja, wir haben ja einen Plenbereiterhof und keine Winterwelt und sowas hier in der Box stehen zu sehen, ist nicht so gut und wir wollen sie ja auch auf dem Hof haben, nicht nur für Videos nutzen, weil ihr seht ja selbst, wir sind sehr inaktiv, da würde die sicherlich jetzt schon voller Spinnenweben sein. Und ja, ich würde sagen, in diesem Video repainten wir das hier einfach mal, dieses Abzeichen, damit es auch ein bisschen neutraler aussieht. Würde ich sagen, starten wir jetzt mal. Ich zeige euch, was ihr dafür braucht und let's go, have fun. Als erstes brauchen wir eine Unterlage. Weiße Acrylfarbe, da habe ich schon einen Drops drauf gemacht hier. Ja, das bin ich. Dann brauchen wir zwei Pinsel. Fürs erste nur den dicken. Und dann zum Schluss, zum Fixieren, könnt ihr hier, wie ihr seht, Klarlack verwenden oder auch einfach so ein spezielles Spray. Und zwar sowas wie Aqualack. Da wir aber heute nicht so prickelndes Wetter hier haben und es ja auch nur so eine kleine Stelle ist, würde ich sagen, dann machen wir das doch am besten gleich mit dem Klarlack. Außer wir müssten das ganze Pferd jetzt über repainten. Dann würde ich den Aqualack euch empfehlen. Aber es ist ja heute nicht der Fall. Deshalb, ja, der Klarlack kommt jetzt weg. Und wir fangen da mal an. Natürlich, was am allerwichtigsten ist, ist natürlich euer Body, euer Modell, wo ihr das alles rumexperimentiert. Dann würde ich sagen, dippt ihr da einfach mal ein. Und geht hier mal über diese Flecken rüber. Und ich muss sagen, die Farbe deckt zwar nicht so gut, aber da hat sie schon sehr gut gedeckt. Ja, Leute, nehmt es mir nicht übel. Ich bin nicht so ein, wie soll ich sagen, ich bin kein Anfänger, ich bin aber kein Profi im Repainten. Auf dem Kanal Lolos Repaint Studio, mein Zweitkanal, könnt ihr natürlich auch vorbeischauen. Da könnt ihr mich vom Anfänger-Repainter bis zum sozusagen Profi-Repainter begleiten. Ja, ich bin noch ziemlich, wie soll ich sagen, in der Mitte, auch nicht wirklich am Anfang und auch nicht wirklich ganz weit oben. Also, wie soll ich sagen, ich bin jetzt kein Profi. Also, ich gehe nicht auf Live-Shows, ich habe noch keine Preise irgendwie für meine Repaints gewonnen. Ich habe ein paar Repaints verschenkt, die ich wirklich gut hingekriegt habe, die ich im Auftrag gemacht habe. Ja, es waren schon sowas wie 2 Repaints vielleicht ungefähr. 1 als Geburtstagsgeschenk und 1 als Auftrag. So Leute, die Farbe deckt jetzt noch nicht so gut, aber sie deckt wenigstens ziemlich okay. Und dann würde ich sagen, switchen wir mal zu Kokos Unboxing Studio um, zu meiner kleinen Schwester. Und dann würde ich sagen, switchen wir mal um. Bis gleich. So, jetzt kommt's wieder zu mir. Hi, ich bin's, Coco. Und ja, hier ist die bezaubernde Kutsche. Und ja, das ist zur Info die Anleitung und da, wo man Sachen ankreuzen kann und Werbung. Das erstmal diesen Schnickschnack beiseite und konzentrieren wir jetzt uns aufs Wichtige, die Kutsche zum Beispiel. Hier ist der Krimskrams, das machen wir erst später. Und jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Kutsche.
Wir werden jetzt erstmal die Grundfläche mit diesem wunderschönen Aufklebern bekleben. Und dasselbe auf der anderen Seite auch. Und Schritt 2, das da reindrücken. Da braucht man ein bisschen Muckikraft. Und jetzt machen wir jetzt das mal, drücken wir jetzt mal drauf. Achtet darauf, dass es bei jedem Mal Klick macht. Jetzt. Fest dran. Schritt 4, nun kommen die Kleinteile ins Spiel. Sehr schön. Warum? Und Schritt 5, das letzte. Und so soll es am Ende aussehen. Jetzt müssen wir das hier ineinander schneiden. So soll es am Ende aussehen. Und dann da unten befestigen. Nun ist die Kutsche fertig und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Kleinkram. Naja, was ist ein Prinz ohne Krone? Gar kein Prinz. Naja, es gibt seit neuestens Prinzen, die überhaupt keine Krone aufhaben, aber in diesem Fall bei Magic ist die Krone das Wichtigste. Und die Prinzessin natürlich auch. So sind die Menschen halt jetzt fertig. Und der Zauberstab natürlich auch. Und das beim Boden muss man eindrücken. Zweimal macht es Klick. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Also. Und natürlich Armreife. Eine können wir wegtun, weil das ist nur ein Ersatz. Und jetzt macht es. Einer. Geschafft. Und jetzt müssen wir das alles nur in den Korb tun. Passt ja nicht. Egal. Und jetzt schalte ich zu meiner Schwester Lolo um. Bis gleich. So Leute, willkommen zurück zu mir, Lolo. Wir können nicht schon mit dem Klarlack anfangen. Ja, Leute, es tickt nicht so. Aber Leute, es interessiert doch keinen. Also, Schritt 1, das Ding aufschrauben. Ich finde es so cool. Oder so. Keine Ahnung, ich verstehe nicht, wieso da so Perlen drin sind, Leute. Ich bin nicht so der sich damit auskennt mit Kosmetik und. Ach, Nagellack, das wird mir auch überhaupt nicht stehen. Ich hasse es, wenn Leute Nagellack haben. Also ist mir. Tut mir leid an die, die Nagellack lieben. Ich. Das ist eben nicht so meins. Ich hasse, ich betone auch das hasse auch sehr. Ich hasse, hasse, hasse Nagellack. Wenn, dann mache ich es nur, weil ich es lustig finde. Oder weil wir irgendwie, keine Ahnung, was vorführen wollen, wo derjenige halt Nagellack haben muss. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Wenn wir mit Freunden spielen und die Freunde haben halt Nagellack da, ist bunten, da machen wir uns mal so ein Misch aus allem, was meist zeitnah braun wird. Und das sieht dann ziemlich verrückt aus. Also ist eher so was zum Totlachen, der Nagellack. Aber Klarlack ist halt was, was man gebrauchen kann. Ich meine auch Nagellack, hallo, niemand achtet auf meine Finger. Hallo, also nutzt doch nichts. Leute, ich merke, die Farbe deckt nicht richtig. Aber egal, ne? Ja. Sieh zu. Ja. Wir warten noch schnell, bis es trocknet. So, Leute, es ist jetzt getrocknet. Ich würde sagen, dann zeigen wir euch mal ihre Box. So, und zwar halt diese steinerne Box. Wir müssen die nur noch schnell ein bisschen herrichten. Hier die ganzen Karotten raus, weil die bekommt sie natürlich nicht zum Fraß. Ja, ich schaue mir schnell nach einem Eimer. So, bitte nicht lachen. Das ist hier von
Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Karamals. Ein Deckel. Den stelle ich hier mal hin. Und falls ihr euch denkt, wo ist denn der Ausgang? Der ist einfach hier aufmachen. Ja, da hat sie auf jeden Fall genügend Platz. Ich schalte schnell mal nach Futter. Also zum Fraß bekommt sie jetzt das hier, Raufutter. Heu, sage ich jetzt mal. Obwohl es mehr nach Stroh aussieht, egal. Und ja, dann kann die Süße auch gleich mal einziehen. Da kann sie sich schön drin bewegen, also da hat sie genügend Platz drin. Das reicht für sie komplett. Und jetzt ist diese Reihe auch schön voll. Ja, die ist jetzt hier, ihre Nachbarn sind Hope und hier Amazonas, die wir aber nach da hinten stellen. Oder sie kommt hier gerade. So schaut das jetzt aus. Da. Und hier sind die ganzen Schulferien und allem drum und dran. Und ja, diese Box ist auch schön groß. Kann sie schön sich bewegen und alles. Ach, passt super. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und über neuen Abonnenten natürlich auch. Wir haben jetzt sicherlich 15 Abonnenten. Super, Leute. Wir freuen uns so richtig. Erzählt es ruhig euren Cousinen, euren Cousins, euren Oma oder Opa oder euren Freunden, damit wir noch die 100 Abonnenten schaffen. Ja, und das noch dieses Jahr, Leute. Strengt euch an. Teilt diesen Kanal, aber auch nur, wenn er euch gefällt. Und ja, oder wisst, wer vielleicht so Playmobil gern hat oder so. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!